Ballungstalk. Ja, wir sind hier bei der Firma Geithner in Laderhoven. Mein Name ist Jürgen Geithner. Herzlich willkommen in unserer Fertigung. Wir sind hier bei dem Lüfter an der Maschine und der hat ein Problem, was uns gerne schildern möchte. Also mein Problem ist, dass ich hier bei meinem Lätschstück eine sehr lange Durchgangsbohrung habe. Das Problem dabei ist, dass wenn ich hier innen drehen möchte, dass es sehr leicht zu Vibrationen führt, was meine Maßgenauigkeit und meine Oberflächengüte beeinträchtigt. Also man kann hier erkennen, dass die Oberfläche nicht ganz sauber geworden ist, was an den Vibrationen liegt. Und das passierte schon recht am Anfang der Bohrung, ne? Ja. Und weiter hinten sind die Vibrationen dann genauso zu sehen oder hören die dann auf? Die sind dann auch genauso zu sehen. Werden dann teilweise sogar stärker. Meine Frage an euch ist jetzt, was kann ich dagegen tun? Ich glaube, das ist eine Frage für unseren Verspannungsprofi Werner. Der wird uns jetzt mal die grundsätzlichen Mechanismen beim Innenausdrehen erklären. Jawohl. Dabei ist zunächst mal immer die Frage, wie groß ist der Durchmesser der Bohrung und wie tief ist die Bohrung, also wie ist die Drehlänge, wie lange muss die Bohrstange eben reichen. Und dann stellt sich die Frage, was für ein Werkzeug verwende ich dafür. Ne? Gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die man hier verwenden kann? Man nimmt zum Beispiel hier eine ganz normale Stahlbohrstange, also aus normalen Werkzeugstahl. Ja? Die kann ich verwenden bis zu einer Tiefe von 4 mal dem Durchmesser. Also in diesem Fall ist die Bohrstange 25 mm, also ist meine maximale Drehlänge 100 mm. Ne? Dann gibt es eine zweite Variante. Das ist eben die Vollhartmetallbohrstange. Die hat ein größeres sogenanntes Flächenträgheitsmoment. Und diese kann ich verwenden bis zu einem maximalen Durchmesserlängenverhältnis eben von 8 mal D. Das wären dann eben in diesem Fall wären es dann eben 200 mm. Man sagt immer so 6 mal D ist schon grenzwertig, wo man die dann noch verwenden kann. Und die ist also wesentlich steifer und mit der komme ich natürlich dann tiefer rein. Das heißt 6 mal D ist eben die Tiefe dann eben von 150 mm statt 100 mm. Ja, und dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten mit schwingungsgedämpften Systemen, wie jetzt bei uns hier Ecutec. Mit dieser Bohrstange kann ich dann 10 mal D eben in die Bohrung reindrehen. Und 10 mal D, das sind dann bei einer 25er Bohrstange 250 mm. Ne? Das ist das eine, auf was man dann aufpassen müsste natürlich auch. Ich kann jetzt, wenn ich jetzt diese Bohrung zu drehen habe, dann kann ich hier bis zu 250 mm durchdrehen. Die Bohrstange ist jetzt gekürzt in diesem Fall. Dann kann ich bis zu 250 mm durchdrehen. Jetzt sehen wir aber hier natürlich, dass wir hier nicht unmäßig unheimlich viel Platz für Späne haben. Also ist die Empfehlung für die Bearbeitung solcher Bohrungen nicht der Demin des Kopfes, sondern der Demin des zweitnächsten Kopfes. Das heißt, eine 25er Bohrstange hat den Demin von 32. Ne? Und wir müssen aber dann hier in diesem Fall als Mindestdurchmesser dann den 40er Durchmesser annehmen. Also der Demin einer Bohrstange ist immer die Schaftgröße der nächstgrößeren Bohrstange. So ist es eigentlich dann zu sehen. Und wenn man dann diese Bohrstangenausführung wählt, dann gibt es in der Regel auch keine Probleme dann mit Vibrationen eben in der Bohrung. Ja. Man sieht es jetzt hier nochmal in diesem Schaubild ein bisschen. Also ich kann bis zu dem Durchmesserverhältnis von 4 mal den Durchmesser mit einer Stahlbohrstange drehen. Dann kann ich hier mit einer Hartmetallbohrstange hier bis zu 8 mal D bearbeiten, aber wir würden jetzt hier empfehlen, eben 6 mal D als maximale Ausgradlänge. Und mit der Ecutec-Bohrstange, mit der schwingungsgedämpften Bohrstange, können wir also hier auch bis 6, 8 und 10 mal D drehen, also bis zu dem Durchmesserverhältnis von 10 mal D wird man dann hier letztendlich kommen. Ja, diese ganzen Tipps und Tricks finden wir hier in den goldenen Regeln, das ist hier der zweite Teil. Hier ist auch beschrieben, was man noch tun kann, eben um Vibrationen zu vermeiden. Man könnte den Eckenradius reduzieren, man könnte den Anstellwinkel Richtung 90 Grad optimieren, ja, und natürlich auch die Schnitttiefe entsprechend in einen größeren Bereich bringen, damit dann eben die Passivkraft, die auf die Bohrstange wirkt, weniger Abdringung für die Bohrstange entspricht. Das Ganze kann man dann bei uns letztendlich auch herunterladen. Hier unten sehen Sie dann den Link zum Download. Und ja, viel Spaß und bis demnächst zum nächsten Kapitel in unserem Zerspannungskurs.